Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play A New Beginning. Das letzte Mal sind wir hier in den Abgrund gestiegen, würde ich fast sagen. Denn wir haben eine Gestalt gesehen, die ähnlich aussah wie Nigel. Und hier ist sein Datenkristall. Der ist mir gerade erst aufgefallen, das finde ich schon mal ganz praktisch. Aber zumindest erstmal ins Intro. So, sehr schön. Okay, gut. Können wir uns hier viel angucken? Wir können uns hier wirklich eine Menge angucken. Also erstmal sehen wir uns das Terminal an. Das sieht aus wie das Terminal, an dem Nigel hing. Vielleicht ist es das sogar. Hing Nigel an dem Terminal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Zumindest habe ich mir mal so grob die Namen gemerkt. Hoffe ich. Da oben in der Bibliothek sitzt Salvador und dann haben wir noch Delvin am Laser. Ja, ich weiß es noch. Benutzen. Der Aufprall hat es völlig zerstört. Nigel. Ach ja, klar. Upsala. Hier sind ein paar zerbrochene Platinen, ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip. Ich nehme ihn mit. Vielleicht funktioniert er noch. Sehr schön. Ich habe gerade aus Versehen den Dialog geskippt. Warte. Ich gehe da nochmal. Ich kann es nicht mehr anklicken. Tut mir leid, ihr habt jetzt einen Dialog weniger. Naja, ihr könnt ja pausieren und ihn euch noch durchlesen, falls ihr ihn noch sehen wollt. Können wir den einfach nehmen? Hinklettern. Warte mal, das sieht nicht so sicher aus. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, wollte ich gerade sagen. Rennsaal ansehen. Wenn die Wand bricht, dann bin ich verloren. Ja, dann geh da mal weg. Das Terminal vielleicht benutzen? Vielleicht macht das irgendwas Sinnvolles. Was ist das hier überhaupt? Ein Sockel? Okay. Kein Strom. Okay, gut. Hier ist der Abgrund. Ansehen. Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und zwei Schaukästen oder so. Okay. Aber gucken wir erstmal, was gehört denn eigentlich auf die Sockel? Betätigen? Einen Sockel betätigen? Ein Sockel ist für mich sowas wie so ein Fuß für eine Statue oder sowas. Da weiß ich nicht, was man da betätigen sollte. Aber zeig mir mal, wie man das betätigt. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Okay, gut. Pass auf, der gleiche Dialog kommt genau jetzt. Es passiert nichts. Okay, oder auch nicht. Sehr schön. Und hier? Es passiert nichts. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hier ist noch eine Lampe. Die können wir doch nehmen. Die ist mir aufgefallen. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. So. Was haben wir eigentlich alles mit? Ach, du große Güte. Er scheint intakt zu sein. Okay, warte mal. Nee. Ich dachte jetzt. Okay, gut. Batterie und das da. Warte mal, wir haben eine Batterie. Können wir die ans Terminal anschließen? Nö, können wir nicht. Können wir den Lampensteckplatz als Stromquelle nutzen? Besser nicht. Na gut. Können wir den Chip in das Terminal einbauen? Auf keinen Fall. Ja, ich hab's ja kapiert, dass du keinen von meinen Ideen gut findest. Ah. Warte mal. Hier ist Rinnsal und hier ist Rinnsal. Kommen da verschieden? Was? Jetzt läuft sie erstmal komplett rum. Finde ich super. Was machen wir jetzt mit dieser Lampe? Das ist das Wasser von den Straßen. Hoffentlich halten die Wände, solange ich noch hier unten bin. Gut, kommen wir doch mal wieder hier rüber gelaufen. Vielleicht ist da noch was. Und es war anscheinend der gleiche Dialog. Naja, egal. Irgendwas Spannendes zu sehen. Ranke. Runterziehen? Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Okay, was hat sie denn da Besseres? Ein Paddel? Lieber nicht. Ja gut, war eine blöde Idee. Ein Schraubenzieher? Lieber nicht. Ja gut. Besser vielleicht? Zum Abschneiden? Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Okay.
Bitte? Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Okay, sehr schön. Und hepp. Sehr schön. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Au. Okay, man hat sie gar nicht runterfallen gehört. Oder sie hört sich genauso an wie ein Haufen Steine, aber... Das wäre schon ziemlich witzig. Okay, gehen wir mal nach unten. Denn hier oben haben wir wenig Möglichkeiten. Also, hier unten sieht das relativ leer. Oh, ich habe nichts gesagt. Achso, Rinnsal. Ach so, okay, gut. Ansehen. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Ja. So, rechter Schaukasten? Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Oh. Ah, okay. Beethoven. War das Beethoven? Ja, Beethoven. Zumindest gehen wir mal nach da. Ich würde euch ja jetzt das Lied einspielen, bloß das Problem ist... GEMA. Denn ihr wollt wahrscheinlich auch das YouTube-Video gucken. Und das geht dann, glaube ich, nicht ganz so. Oder hat das GEMA? Ich weiß gerade gar nicht, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Gucken wir uns das mal das Schloss an. Hallo? Oh. Ist da jemand? Okay, gut. Panzertür. Durchgucken. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Schalter. Drücken. Nichts. Ich muss wohl erst den Generator anbekommen. Okay, gut. Turbinenkammer. Wow. Riesige Turbinen. Ich nehme an, sie versorgen das restliche Gebäude mit Energie. Okay. Seltsam, dass dieser Raum Strom hat. Die Turbinen sind doch aus. Hm, ja, ehrlich mal. Warte mal, Schlitz. Ansehen. Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Normalerweise zieht man hier seine ID-Karte durch. Der Nutrimat berechnet dann den individuellen Tagesbedarf und gibt die notwendigen Rationen aus. So bekommt jeder, was er braucht. Das ist kein Nutrimat, das ist ein Limonadenautomat. Bedienen. Passiert nichts. Ja, ich brauch Geld. Ach, wir schieben da einfach eine Lampe rein, das geht doch auch. Hm. Okay, gut. Bin jetzt nicht so toll, die Idee. Lesen. Red Curry Cola, neu. Curry Cola? Geht die geht. Warte mal, Klappe. Wir machen doch gerne Klappen auf. Ich hab Angst. Oh, Minigame? Nee. Das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Minigame. Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Ah, Minigame. Okay, ja, da oben ist schon der Skip-Button. Okay. Okay, grün. Okay, gut. Das ist jetzt nicht gerade... Die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Aha. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Okay. Okay.
So. Der bringt das Ding auch nach oben. Okay, der bringt das Ding anscheinend weit nach unten, oder? Nee. Also müssen wir das erst nach unten bringen. So. Ich weiß nicht, wann ich den Schalter hier benutzen darf. Wenn er oben ist? Nein. Okay, der bringt das um 2 nach oben. Okay. Der um 1 und dann haben wir das Ding so. Ah, okay. Ja. Okay. Nein, das war der falsche. Ich hätte den. Nee, den hier nochmal. Dann den. Den. Dann den. Den das zweite Mal. Den nochmal. Mist. Okay, gut. Wir waren schon mal hier. Hier. Nein. Nochmal. Hier. Und hier. Dann den runter. Dann haben wir den hier. Ah, okay. Der zieht dann runter. Ja, okay. Den hier. Quatsch. Den hier, so. Ah, ich sollte mir eigentlich was aufschreiben. Dann den hier. Den hier? Nee. Der bringt das weit nach oben. Okay, nochmal. Geschafft. So. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Sehr schön. Puh, auch das noch, ein Kurzschluss. Die Turbinen laufen. Jetzt muss ich nur noch den Strom ins Gebäude bekommen. Okay. Den Strom ins Gebäude bekommen. Wartungsklappe öffnen. Wartungsklappe, genau. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Okay, dann gucken wir mal durch. Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen. Es gab aber keine zweite Sonde. Und wenn, dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt. War ja nur so eine Idee. So. Was haben wir hier noch? Die Klappe, die Turbinenkammer, Maschine, der Schlitz, das Schloss, der Schalter. Okay, hier erstmal nichts. Können wir da oben das Terminal bedienen? Die Ranke nach oben. So. Dann gucken wir doch mal. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang rum. Dankeschön, Sicht. Und gucken mal, ob wir das Terminal weiter bedienen können. Kein Strom. Ach so, die haben immer noch keinen Strom. Warte mal, was machen die Sockel? Können die jetzt was machen? Es passiert nichts. Okay, immer noch nicht. Können wir mit der Lampe? Es passiert nichts. Okay. Es passiert nichts. Ja? Es passiert nichts. Okay. So, Lampe nehmen. Warte, Lampe ansehen. Das was sagt ihr denn dazu? Signalleuchte. Okay, gut. Können wir die Lampe da hinten reinstecken und dann mal alles ausprobieren? Es passiert nichts. Ja. Es. Ja, ich hab's verstanden. Und noch einmal hier. Und dann probieren wir es noch mit dem letzten. Was? Nehmen. Ein Steckplatz für eine Signalleuchte. Ich hatte den Steckplatz nicht gesehen. So. Es passiert nichts. Okay. Nehmen. Können wir die vielleicht hier reinpacken?
Das ist ein... Ja, ich weiß. Es passiert... Ja, es passiert genauso wenig. Und das mittlere... Komm schon. Nein. Das ist... Ja, das ist eine Signalleuchte. Es passiert... Okay, gut. Wir müssen jetzt irgendwie noch diesen Strom einkriegen. Wir haben dann noch einen Steckplatz, dann noch einen Rinnsal. Okay, gut. Gehen wir nochmal nach unten. Da hinten ist ein Kabel. Folgen. Es läuft hier die Wand entlang. Und zwar bis... Bis hier. Dann verschwindet es einfach. Abdeckung. Öffnen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den Stecker ziehen. Ja, Problem gelöst. Okay, gut. Öffnet sich jetzt die Panzertür? Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein... mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Okay. Ich denke, das wird nicht so gut klappen. Jetzt sollten wir doch da oben aber Strom haben, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Na, ich bin nicht zum Abgrund, ich will einfach nur hier hin. Und Sprint! Ja! So, nicht den Abgrund ansehen. Jetzt müsste es Strom haben. Ja! Nein, es ist kaputt. Können wir da einen Chip einbauen? Auf keinen Fall. Na gut, dann bauen wir da keine Wartungsklappe öffnen. Ich bekomme meine Finger nicht in die... Dann nimmst du halt ein Messer. Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. Ja, das war's auch. Durchgeschmorter Chip. Den entnehmen wir. So, kleiner Chip. Du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Tolle Arbeit hat er jetzt nicht wirklich geleistet. Hier. So, rein mit dir. Ach, ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Ja. Aber Tiere und Menschen. Na gut, Menschen ja. Na gut, Tiere haben sie sich wahrscheinlich gehalten, denn wer sie noch nicht mal im Baum gesehen hat. Egal, benutzen wir das Terminal. Je, das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Oh. Ja gut. Wie kommen wir jetzt dahin? Warte mal, wir haben einen Paddel. Ich komme nicht ran. Ja. Damit kommen wir ran. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder hier rum. Was man mit den Dingern machen soll, weiß ich noch nicht, aber das wird sich noch zeigen, hoffe ich. So. Und es sind einfach nur Deko-Objekte. Welcher ist es jetzt? Und wo und was und wie und... Irgendwo absuchen. Hier muss der Datenkristall gelandet sein. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Hier hinten? Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hin... Berühren. Boah, kalt.
Weiß nicht. Na gut. Was war das? Gottes Willen. Das ist der Sound eines Überlegenden. Ja, klettern wir nochmal nach oben und gucken mal, ob die Sockel jetzt was machen. Das fände ich mal ganz interessant. Vielleicht können wir da unten was beleuchten oder so. Also es müsste eigentlich der mittlere sein. Ja, genau. Sockel, hier Steckplatz. Und einmal betätigen. Es passiert nichts. Immer noch nicht? Was machen die? Es passiert... Wahrscheinlich müssen wir alle drei gedrückt haben oder so. Warte mal, was haben wir hier noch? Sonst nichts, nur die Steckplätze und die Sockel. Ist jetzt irgendwo in einem anderen Raum was passiert? Der neue Chip sieht viel besser aus als der alte. Okay. Achso, ja, das war bloß das mit dem Datenkristall. Wo könnte denn das hin? Warte mal. Hat sich hier unten irgendwie... Was könnten wir jetzt machen? Wir haben ja eine Lampe. Nee. Ich habe keine Ahnung. Nein, das würde alles bloß schaumig werden. Ja, deswegen? Auf keinen Fall. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ach nee. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr. Ach nee. Okay. Bestimmt nicht. Wieso nicht? Das ist doch eine gute Idee. Warte. Gibt's noch irgendwelche Möglichkeiten? Rinnsal. Das ist das Wasser von oben. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Normalerweise müsste es der hier sein. Und der? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihn... Wo hat das Wasser... Was müssen wir dann machen? Was haben wir noch für Möglichkeiten? So. Hier haben wir noch Wasser. Warte, können wir das irgendwie blockieren? Warte mal, was macht das? Ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. Ah, ja klar. Stimmt, dann fängt das da an der Stelle an zu schäumen. Das ist super. Ich habe jetzt einfach ein bisschen rumprobiert und es war anscheinend gar nicht so schlecht. Ah, hier. Schaum. Untersuchen. Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. So, dann gucken wir doch mal. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Ah, okay, gut.
dann packen wir das ins Terminal da rein. Denn wir haben ja schon, wie voreilend wir sind, das Terminal aktiviert, obwohl wir das ja gar nicht hätten machen müssen davor. Wir packen gleich den Datenkristall da rein. Aber das ist doch so, schon super. So, und jetzt das Terminal einschalten. Benutzen. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Das Passwort ist Blaualge. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin, um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Das Quickie-Informationssystem. Das ist schön. Den Namen finde ich toll. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern, oder? Ich verstehe doch nicht alles. Ich verstehe das alles nicht. Ich brauche Hilfe. Zum Thema Hilfe ist keine Hilfe verfügbar. Na toll. Sehr schön. Dann laden wir die Daten herunter. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Okay, noch einmal. Ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Oh nein. Danke, das ist nicht nötig. Das fängt ja trotzdem an. Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Zum Angebot unserer Cafeteria? Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu Ach unserem ja. vielseitigen E-Learning-Angebot? Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wäre es mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Oh nee, bitte nicht. Ah. Ich verstehe das alles nicht. Ich will nur die Daten. Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Ein Quickie-Schlüsselanhänger. Ah... Es ist doch sowieso egal, was ich sage. Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Serviceangeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gerne. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Mach, dass es aufhört. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Ich versuche nochmal die Daten herunterzuladen. Sehr gerne. Ich lade.
Vorgang wurde abgebrochen. Bitte wenden Sie sich an einen der... Mach, dass es aufhört! Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service Points wird Ihnen helfen. Oh. Es gibt keinen freundlichen Mitarbeiter. Was soll so ein Service Point überhaupt sein? Unsere Service Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet. Schauen Sie sich ruhig etwas um. Sie können sie gar nicht verfehlen. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne. Bitte verzeihen Sie, wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten kommt. Oh Gott. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Habe ich jetzt irgendwas schon noch nicht probiert? Noch ein letztes Mal versuchen, die Daten zu laden? Oder nie hier unten? Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Wo muss jetzt eine Lampe hin? Das tut weh. Mach, dass es aufhört. Service-Mitarbeiter. Service-Bots. Nein. Okay, gut, aber ich muss mir jetzt erstmal eine Auszeit gönnen und sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.